Hi, heute kochen wir wieder Reis mit Fleischsoße. Auf Afghanisch nennt sich dieses Gericht Korma Chalau. Alles, was ihr dazu benötigt, seht ihr hier auf dem Bild. Denkt daran, euer Reis mindestens 2 Stunden vorher im Wasser zu legen. Am besten ist auch etwas mehr als 2 Stunden. Ja, so, die nächsten Schritte folgen. So, als nächstes packt ihr eure Zwiebeln in den Topf und lässt das anbraten. Als nächstes kommt Knoblauch. Als nächstes kommen die Tomaten rein. Als nächstes haben wir Salz reingepackt. Denkt dran, dass ihr euer Herd auf 9 stellt. Als nächstes packen wir Ingwer rein. So, als nächstes packt ihr euer Fleisch rein. Jetzt müsst ihr noch dran denken, dass ihr das wieder auf 5 stellt. Als nächstes packen wir Tomatenmark rein. Dann wird die Soße schön rot. So, als nächstes macht ihr den Schnellkochtopf drauf und lässt das circa eine halbe Stunde kochen. Als nächstes werden wir unser Reis zubereiten. Dazu lässt ihr erstmal einen Topf mit ca. 2 Liter Wasser kochen. Und jetzt packen wir unser Reis rein. Jetzt rührt ihr das Reis einmal. Und dann kommt der Deckel ca. für 10 Minuten noch. So, als nächstes bereiten wir unsere Gewürze für den Reis vor. Dazu benötigt ihr 2 Löffel Öl, 2 Löffel Salz und circa 0,2 Liter Wasser. Wenn euer Reis weich geworden ist, so nach circa Viertelstunde, könnt ihr das rausholen. Jetzt rühren wir das an. So, als nächstes kommt der Reis raus und wird abgeklopft. Dann packt ihr das wieder rein. Als nächstes packt ihr die Reiszubereitung rein. Denkt dran, dann euer Herd so circa noch für 2-3 Minuten auf 9 zu halten. Danach stellt ihr das wieder auf 5. Wenn ihr hört, dass es dann anfängt zu knistern in eurem
Reispfanne. Dann müsst ihr euer Herd auf 3 stellen oder auf 2.